Meisterfeier war in Feldkirch angesagt. Drei Tage nach dem 3:2 Auswärtssieg gegen den EC Dornbirn feierten die Cracks der FBI VU nochmals den kürzlich errungenen Nationalligatitel. Ihr werdet heute jeden sehen, der dabei betätigt war, der sein Bestes gegeben hat, dass wir diesen Traum in Erfüllung bringen konnten. Gemeinsam mit den Fans stand bei der Vorarlberghalle eine riesige Party auf dem Programm und der VU-Anhang zeigte einmal mehr seine Treue. Über 500 Sympathisanten ließen ihre Helden ein weiteres Mal hochleben, unter ihnen auch VU-Präsident Pete Gleim, der genau beim entscheidenden Spiel in Dornbirn nicht dabei sein konnte. Furchtbar traurig. Ich habe also, glaube die Saison nicht ein Spiel verpasst und habe diesmal geschäftlich in Ungarn gesessen, in Budapest und konnte nicht weg. Und habe das am Live-Ticker miterlebt und habe natürlich die Anrufe und SMS erhalten. Aber es war traurig für mich, dass ich nicht live dabei war. Umso mehr wurde deshalb am Dienstagabend gefeiert. Das Erfolgsteam stand einmal mehr im Mittelpunkt. Jeder Spieler erhielt einen Einzelauftritt. Johnny, wie waren denn so die letzten paar Tage? Naja, stressig, aber ist schon stressig? Ein angenehmer Stress gesehen. Was verstehst du unter Stress, bitte? Ja, ich sag jetzt mal, bis zum letzten Spiel ist es, richtig anstrengend gewesen, aber danach ist es ein anderer Stress gewesen, ein schönerer Stress. Ja, wir haben gemeint, nach dem letzten Spiel, wie die Partie waren. Ja, ich bin gleich heim. Auf der Bühne natürlich auch Bernd Schmiedle. Der Kapitän ließ die Finalserie für Lende TV ein weiteres Mal Revue passieren. Ja, im Großen und Ganzen, wenn man jetzt am Ende das 3-0 anschaut, ist natürlich eine Sensation. Wenn wir ganz ehrlich sind, habe ich auch nach dem Spiel gleich gesagt, dass es irgendwo eine enge Sache war. Das eine oder andere Spiel hätte Dornbirn genauso gewinnen können, aber schlussendlich ja, 3-0 ist natürlich super. Super waren einmal mehr auch die Fans. Für viele ist die FBI VU Feldkirch noch immer Religion. Für Kapo und Büssle ist der Club noch ein kleines bisschen mehr. Büssle, ihr habt etwas ganz Besonderes geschafft. Was war das? Die Perfect Season. Besser gesagt die Perfect Season, weil wir sind mit Abschluss als Meistertitel und das ist nur perfekter als bloß alle Spiele auch schon. Was heißt Perfect Season? Das heißt, alle Heimspiele, alle Auswärtsspiele und im Vorfeld der Saison alle Vorbereitungsspiele. Wie viele Kilometer habt ihr da auf euch genommen? Also bloß die Auswärtsspiele sind über 9400 Kilometer und halt nur die unzähligen Heimspiele, wo wir von daheim fahren müssen. Das sind bei mir zum Beispiel 72 Kilometer pro Heimspiel. Da kann man sich so ausrechnen. Der Aufwand, der bei den Fans betrieben wird, ist also enorm. Hart arbeiten mussten aber auch die Spieler. Deshalb gab es von Erfolgstrainer Michi Lampert ein Extralob an die Mannschaft. Vor allem freut es mich für die Mannschaft, weil ich weiß, wie viel Zeit und wie viel Energie das sie investiert haben, dass das überhaupt möglich ist. Und das sind bei uns, bei den Leuten, wo Amateure sind größtenteils, wo 8 Stunden am Tag arbeiten, jeden Abend noch. Von mir dann eben noch mit Zusatzprogramm, Trockentraining, Eistraining. Die Mannschaft hat viel geopfert. Der ganze Aufwand hat sich schlussendlich gelohnt und wurde mit dem Meistertitel gekrönt. Glücklich deshalb auch Friedel Brunauer, der sich zwar als Hauptsponsor zurückziehen wird, der VU aber dennoch als Sponsor erhalten bleiben wird. Na, ich glaube sogar, als ziemlich großer Sponsor werden wir erhalten bleiben, weil ja wir jetzt dabei sind, dass wir mehrere Sponsoren aktivieren. Ich habe einen sehr großen Bekanntenkreis. Ich habe sehr viele Kontakte zu Firmen, die wo wir bereits dabei sind, dass wir die Sponsor ins Boot holen. Und bis jetzt nur positiv, wo wir einige Zusagen bereits haben. Auch in Zukunft dürfen sich die Fans also auf Spitzen-Eishockey in der Vorarlberghalle freuen. Eine Tatsache, von der sich auch Sportlandesrat Sigi Stemmer begeistert zeigte. Es ist sehr wichtig, weil jetzt gerade durch diese Konstellation mehrerer Clubs in Vorarlberg unheimlich viele Derbys stattfinden, die Finanzen halbwegs in Ordnung gehalten werden können, der Nachwuchs wesentlich mehr Chancen bekommt, als das früher der Fall war. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil damit der eigene Ländle-Nachwuchs auch die Chance hat, wirklich Luft zu schnappen in höheren Ligen. Und das ist ganz, ganz toll und hat sich auch erfolgreich jetzt bewahrheitet. So also Sigi Stemmer, der gemeinsam mit den Fans zum Abschluss nochmals dem Meisterteam der abgelaufenen Nationalligameisterschaft applaudierte. Der FBI VU Feldkirch.